sieht aber nett aus, Frau Gauss. Finden Sie, ja. Und Kürbissuppe, also die mag der Professor ja besonders gern. Soll ich ihm Mittag was zurückstellen? Unbedingt. Aber für mich bitte auch, ja? Für mich auch. Für mich, auch? Ja, ich tue mein Möglichstes, aber wenn sie alle ist, ist sie alle. Hi. Der ist ja hübsch gruselig. Ja, wie aus dem Gesicht geschnitten, ne? Schade, musste das jetzt sein? Das klassische Schädelhirntrauma. Das tut mir leid. Macht nichts, kommt in die Suppe. Ich mache ein neues Gesicht. Aber bitte ein freundliches. Ja, mein Süßer. Was macht denn dein Vorderbein? Oh, immer noch bandagiert. Es wird schon. Na, Salomon, wie geht's dir? Da kommt unser alter Freund Pegasus. Katharina hat es in letzter Zeit nicht einfach mit ihm. Nicht Katharina, das ist zu gefährlich. Keine Angst, Papa. Pegasus hat während der ganzen Fahrt verrückt gespielt. Gegen die Ladeklappe getreten. Du siehst ja, der ist total nervös. Nun sag schon. Du musst jetzt sehr tapfer sein, Katharina. Nun sag schon. Was hat der Trainer gesagt? Er hat gesagt, er meinte, also er hat gesagt, dass Pegasus nicht mehr zu helfen ist. Das glaube ich nicht. Aber ihr... Er glaubt das nun mal. Und ich fürchte, der hat recht. Er hat lange versucht, mit Pegasus zu arbeiten. Nichts. Sicher gibt es noch bessere Trainer. Vielleicht hat er einfach kein Gespür gehabt für Pegasus. Ich meine, er kennt ihn nicht lang genug, Papa. Katharina, drei Trainer haben mir jetzt gesagt, lassen Sie es sein, es macht keinen Sinn mehr. Pegasus wird keine Rennen mehr laufen. Und der ist eine Gefahr. Für alle. Für die Pferde, die Reiter, für jeden, der sich versucht, ihm zu nähern. Ach, nicht für mich. Doch, auch für dich, Katharina, für alle. Du musst dich damit abfinden. Pegasus ist abgedreht. Der geht endgültig weg. Kommt der auf ein Gestüt? Nein. Heißt das? Ja. Oh, Papa, bitte tu's nicht. Katharina, bitte, das muss sein. Kopf hoch. Soll ich dich in die Stadt mitnehmen und beim Gymnasium absetzen? Ich bin mit dem Rad. Na gut. Ich muss jetzt ins Büro, du weißt ja. Wenn ich nicht da bin, dann tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Wird heute Abend sicher wieder sehr spät. Lass dir eine Pizza bringen oder was du sonst magst, ja? Tschüss. Schlimme Nachrichten. Er soll eingeschläfert werden. Wenn wir nur wüssten, was in ihm vorgeht. Wieso hat Papa dich eigentlich nicht gefragt, ob du Pegasus helfen kannst? Du hast doch dein Leben lang so vielen Pferden geholfen, Anton. Was soll ich als Stallbursche besser machen als die Trainer? Sind doch alles Profis, Spezialisten. Du bist besser als alle anderen. Nein, 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 nein. Früher, ja, da war ich vielleicht manchmal ein bisschen besser. Heute bin ich ein alter Mann. Man muss auch konsequent zu einem Pferd sein können. Und dazu fehlt mir die Kraft. Und ein Pferd spürt ganz genau, wenn man nicht stark genug ist, um konsequent zu sein. Wenn du jünger wärst, würdest du es versuchen? Vielleicht. Du hast doch immer von der Stute erzählt. Alle hatten sie schon aufgegeben. Arabella? Ja, alle hatten sie aufgegeben. Der Trainer, der Besitzer, nur du nicht. Du hast an sie geglaubt. Man muss immer an ein Pferd glauben. Ja,
Und dann hat sie noch 5 schöne Rennen gewonnen. Sowas kommt immer wieder mal vor, aber man kann sich nicht darauf verlassen. Tut mir leid, Kathi. Ja, mach ich. Herr Bächler! Keine Zeit. Piep, 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 piep. Eins, zwei, drei. Sie kommt zu sich. Wie heißt sie? Preisler, Katharina. Frau Preisler, können Sie mich hören? Sie sind hier im Krankenhaus. Wo ist Anton? Wissen Sie, wer Anton ist? Ach, der alte Stallbursche von der Rennbahn. Den haben wir draußen vergessen. Machen Sie bauchfrei. Sie brauchen mir nicht zu helfen. Ich mach das schon. Na dann, bis bald. Und für heute reicht's. Bleiben Sie ganz ruhig liegen. Der Bursche hat ja kräftig zugelangt. Mhm. Ja. Haben Sie Medikamente genommen? Irgendwelche Allergien? Ist er noch bewusst? Hallo, Fräulein. Ich suche ein junges Mädchen, einen Notfall. Sie ist eben schwer verletzt hier eingeliefert worden, aber kann sie nirgendwo entdecken. Dr. Kreuzer versorgt sie gerade. Im Moment können Sie sowieso nicht zu ihr. Ich muss aber unbedingt wissen, wie es hier geht. Sie werden gleich abgeholt. Kommen Sie bitte mit. Ja, gern. Ist der Name der Patientin? Preisler. Der Vorname Katharina. Und Sie sind ein naher Verwandter, vielleicht Ihr Großvater? Nein, nein. Dann darf ich Ihnen sowieso keine Auskunft geben. Aber ich kenne Katharina schon über 10 Jahre. Bringen Sie mich endlich zu ihr. Das geht nicht. Was heißt denn, das geht nicht? Muss man denn erst verwandt sein, wenn man sich Sorgen macht um einen lieben Menschen, dem es schlecht geht, ja? Gut. Wenn Sie sie so gut kennen, dann sagen Sie mir vielleicht, wie alt sie ist. Wann ist sie genau geboren? Im Mai. Jahrgang. Moment. Sie ist 19 Jahre alt und wenn sie. Hallo, Schwester. Ja, komm ich mal bitte. Was ist hier los, Yvonne? Er möchte zu einem Patienten, der gerade eingeliefert wurde. Weiß gar nicht, wer es überhaupt ist. Sie müssen mich zu ihr lassen, bitte. Die Kleine ist für mich wie eine Tochter. Ich habe sie aufwachsen sehen. Ich habe ihr das Reiten beigebracht. Sie wartet auf mich. Vielleicht sollten wir in diesem einen Fall mal eine Ausnahme machen, Schwester Yvonne. Azu soll ihn zum Schockraum bringen. Oh, sie ist schon im Schockraum. Sie auf Dr. Kreuzer. Ach so, naja, vielleicht ist es sowieso besser, wenn ich mit Dr. Kreuzer rede. Kommen Sie, Herr... Anton. Sagen Sie ganz einfach Anton. Ja, Herr Anton. Freie Flüssigkeit in der Milzloge. Tut sie am meisten weh? Ich glaube, ja. Keine vollständige Ruptur, aber wir müssen sofort laparotomieren. Wie waren die Werte? 90 zu 50, Puls 120.
OP? Ja. Wen von Ihren Angehörigen sollen wir verständigen? Warum fragen Sie das? Weil wir Sie jetzt operieren müssen. Ein Riss in der Milz, den wir hoffentlich noch wieder schließen können. Niemand. Dr. Kreutzer? Dr. Kreutzer, das ist Anton. Aha. Anton möchte dringend zur Patientin Katharina Preißle. Sie sind also Anton. Dann warten Sie bitte im Besucherbereich, wir geben Ihnen Bescheid, ja? Steht es denn so schlimm um Katharina? Ihr Zustand ist momentan stabil, sie wird jetzt operiert. Nur eine Minute. Bitte. Moment. Da draußen steht sowas Ähnliches wie ein Cowboy. Das ist Anton. Lassen Sie ihn kurz zu mir. Also hier rein kann er beim besten Willen nicht. Da könnten wir ja tagelang desinfizieren. Herr Doktor, ich denke, wenn ich Anton sorgfältig und nach den Vorschriften einkleide, kann er Frau Preißler auf dem Weg zur OP begleiten. Hm? Na gut. Tut mir leid, dass ich Ihnen so viel Mühe mache, Frau Oberschwester. Ich kenne mich in so einem Krankenhaus wirklich nicht aus. Ach, Anton, ich denke, mir wird's bei Ihren Pferden genauso ergehen. Kaum im Sattel lege ich bestimmt gleich wieder unten. Nein, ich glaube sogar, Sie würden eine sehr gute Figur machen als Reiterin, Frau Oberschwester. Danke. Sagen Sie einfach, Ingrid. Vielleicht sollte ich Ihnen doch lieber helfen? Ach, wenn Sie so freundlich wären. Was hast du denn falsch gemacht? Vor allem durftest du nicht zu ihm hineingehen. Und schon gar nicht allein. Da war aber niemand, der ihm helfen wollte. Ich wollte ja noch mal mit deinem Vater reden. Ach, das hat doch keinen Sinn gemacht. Ich kenne ihn doch. Und wenn er jetzt erfährt, dass Pegasus... Wissen wir, weiß am Ende noch gar nicht, was passiert ist? Wenn er jetzt erfährt, dass es Pegasus war, dann... Das erfährt er sowieso. Dann werde ich ihn nie wiedersehen. Werd erst mal gesund, Mädel. Warum musstest du auch zu ihm ins Gatter gehen? Ja, Moment! Warum nur? Warum? Weil ich an Pegasus glaube. Immer noch. Man muss immer an ein Pferd glauben. Hat mein sehr, sehr guter Freund zu mir gesagt. Und er hat recht. Wirst du noch da sein, wenn ich die Operation hinter mir habe, Anton? Ja, mein Kind, ich warte. Ingrid, kann ich mal telefonieren? Natürlich, Anton. Nehmen Sie gleich hier den Apparat. Ja. Kommen Sie, ich helfe Ihnen aus Ihrer Zwangsjacke. Katharina ist in den besten Händen, glauben Sie es mir. Das Mädel hängt sehr an Ihnen, nicht wahr? Ja, und ich an ihr. Haben Sie eigene Kinder? Nein, aber wenn, dann hätte ich mir so eine Tochter wie Kati gewünscht. Ja, bitte schön. Danke. Anton! Herr Preißler, Sie wissen schon Bescheid. Ja, beziehungsweise nein. Also ich weiß nur, dass Katharina einen Unfall hatte. Ich suche die Oberschwester. Ja, bitte. Oberschwester Ingrid. Ja, guten Tag. Ich bin Katharinas Vater. Wie geht's ihr denn? Beruhigen Sie sich erst mal. Ihre Tochter wird gerade operiert. Operiert? Anton! Nee, das ist frei. Die Diagnose war goldrichtig. Noch eine erhebliche Blutung. Saugen und spüren. Hier haben wir die Ursache. Wir sollten versuchen, die Milz zu retten. Der Riss ist zu groß. Ja, aber sie ist noch so jung. Das Nachblutungsrisiko ist zu hoch. Wir müssen die Milz entfernen. Dann sie ist wirklich noch sehr jung. In ihrem Alter bedeutet das lebenslang ein erhöhtes Infektionsrisiko. Ich operiere. Auf meine Verantwortung. Auf deine Verantwortung? Was ist, wenn sie stürzt, dann trage ich die Verantwortung mit? Lass uns eine Fibrinklebung versuchen. Also gut. Stilltupfer. Ich habe Katharina extra noch einmal gewarnt. Dieses Pferd ist gefährlich für alle. Dass Pegasus so aggressiv reagiert hat, dafür muss es einen Grund geben. Wie waren Sie dabei? Nicht direkt. Man steckt ja nicht drin in einem Pferd.
Bitte warten Sie hier. Vielleicht kann ich was über den Stand der OP erfahren. Egal, wie es dazu gekommen ist, geben Sie sich keine Mühe, ihn zu verteidigen. Naja. Aber vielleicht haben Sie auch recht. Vielleicht kann man einem durchgeknallten Pferd keinen Vorwurf machen. Ich verstehe meine Tochter nicht. Aber das ist diese Gefühlsduselei, die sie von ihrer Mutter hat. Wie kann man in ein Gatter gehen, wenn man weiß, dass da ein unberechenbarer und gefährlicher Hengst ist? Entschuldigen Sie, Herr Preissler, aber ganz so war es ja nicht. Nicht? Nein. Wollen Sie mir das vielleicht mal erklären? Katharina ist nicht schuld. Ich glaube, dass ich schuld bin, dass sie zu Pegasus ins Gatter ist. Ach, verdammt, ich hätte es nicht sagen sollen. Was? Was hätten Sie nicht sagen sollen? Dass man die Hoffnung niemals aufgeben darf. Bei einem Pferd. Und dass ich, wenn ich jünger wäre, vielleicht selber. Und deshalb hat sie geglaubt, dass sie es schaffen kann. Das haben Sie meiner Tochter gesagt? Ja. Tut mir leid, Herr Preissler, aber ich konnte ja nicht ahnen, dass Katharina das so wörtlich nimmt. Sie, der große Pferdeflüsterer der Rennbahn, der sein Leben in Ställen verbracht hat. Sie haben so etwas gesagt. Einem Mädchen, das ihm immer vertraut hat. Sie hängt ja so sehr an ihm. Gott, wenn ich nur wüsste, was vorgefallen ist. Ich glaube, es ist besser, Sie gehen jetzt. Und lassen Sie bitte in Zukunft meine Tochter in Ruhe. Ja. Eine Viertelstunde wird es noch dauern, Herr Preissler. Wenn Sie hier so lange warten wollen. Ja, danke schön. So, passen Sie doch auf! Ein Unglück kommt selten allein. Ich bin ein Unglücksrabe. Gehen Sie mir lieber aus dem Weg. Ja, wissen Sie, was Sie da angerichtet haben? Das tut mir leid. Wunderschöne Kürbis. Im Moment dauert es noch, Herr Preissler. Ihre Tochter hat einen ziemlich großen Riss in der Milz, aber sie hat noch mal Glück gehabt. Das ist eine sehr ernste Verletzung. Ja, normalerweise muss das Organ entfernt werden. In diesem Fall konnten wir es wieder schließen. Aber es bedeutet auch absolute Ruhe und keinerlei Aufregung in den nächsten Tagen. Ich müsste mal telefonieren drin. Ja, aber nicht mit dem Handy. Ist verboten. Ach so. Richtig. So, hier. Ich sehe dann zwischendurch immer mal wieder nach ihr. Danke, Sir. Die Nullfolie. Preissler hier. Ja, soweit alles ganz positiv. Nein, nein, keine Lebensgefahr. Sagen Sie bitte alle Termine für heute Nachmittag ab. Haben Sie schon, gut. Nein, den 17 Uhr Termin natürlich nicht. Ja, da muss Herr Schulz eben nochmal ins Haus kommen. Ja, sagen Sie ihm das. Nein, ich bin nicht über Handy zu erreichen. Ich melde mich zwischendurch. Ja, ja. Gut, bis bald. Katharina, Kind. Was machst du bloß für Sachen? Na, Papa. Das wird ziemlich dumm von mir, da reinzugehen. Zu Pegasus. Denk nicht mehr daran, mein Liebling. Das Wichtigste ist, dass jetzt alles gut ist. Die Operation war erfolgreich. Wo ist Anton? Der ist schon nach Hause gegangen. Er wollte doch warten. Weißt du, Katharina, ich glaube, es ist am besten, wenn er dich in der nächsten Zeit nicht unbedingt... Was? Mich nicht besucht? Ja, ja, das regt dich nur auf. Der setzt dir nur Flausen in den Kopf. Wie meinst du das, Flausen? Naja, der erzählt dir zum Beispiel, dass Pegasus noch zu helfen ist, obwohl es eigentlich besser wissen müsste. Aber komm, lass uns von was anderem reden. Soll ich dir ein bisschen Obst mitbringen? Was möchtest du trinken? Du gibst Anton die Schuld. Bitte, Katharina, reg dich nicht auf. Wie soll ich mich da nicht aufregen?
Anton ist vielleicht der Einzige, der Pegasus noch helfen kann. Ausgerechnet der, das fehlte gerade noch. Katharina, bitte, versteh doch. Es ist nun mal eine Tatsache, dass Pegasus dich fast umgebracht hat. Da kann auch kein Anton oder sonst wer irgendwas daran ändern. Das dachte ich mir, dass du das so siehst. Pegasus ist das Liebste, was ich habe. Du bist meine Tochter. Und du bist das Liebste, was ich habe. Und ich werde dich vor Pegasus beschützen. Auch wenn du das im Augenblick nicht verstehen kannst. Wo ist er? Im Stall. Hey, lass ihn besser in Ruhe, Anton. Geh nach Hause. Komm her! Traust dich nicht, habe ich recht. Komm her und sieh mich an! Warum hast du Katharina so wehgetan? Sie hat mir so sehr vertraut. Sag mir doch, warum du es getan hast. Vielleicht kann ich dir helfen. Ich weiß ja, dass du es mir nicht sagen kannst. Ruhig, ganz ruhig. Ruhig, ganz ruhig. Vorsicht! Na, sie sieht man ja heute oft hier. Hätten Sie noch ein bisschen von der Kürbissuppe? Aber natürlich. Bitte schön. Danke. Das wurde aber auch Zeit. Ein bisschen mickrig ist er ja. Es gab keine Größe mehr. Na, warte mal, ich mach das, glaube ich. Danke, Charlotte. Steckt sehr viel Arbeit drin. Ja. Das sehe ich doch. So? Ja. Ja. Hallo? Ich habe ein bisschen Suppe für dich. Danke, ich habe keinen Appetit. Du solltest etwas essen. Ich habe extra gefragt, ob du es darfst. Hast du noch große Schmerzen? Ach, geht so. Das ist dir aus der Tasche gefallen, als ich dich ausgezogen habe. Was ist das? Ein Hufnagel. Ich wollte ihn schon wegschmeißen. Gott sei Dank, du hast es nicht getan. Danke. Du wunderst dich, dass ich ihn aufhebe, hm? Mhm. Nach dem ersten Rennen, das ich mit Pegasus gewonnen habe, hat er ein Hufeisen verloren. Wir hatten also Glück, dass es nicht während des Rennens passiert ist. Das Hufeisen hängt bei mir zu Hause und der Nagel ist mein Talisman für unterwegs. Bist du ein Jockey? Nur Amateurin. Ansonsten gehe ich noch aufs Gymnasium. War das dein erster Unfall mit Pferden? Aber Pegasus kann nichts dafür. Ich mag auch Pferde. Aber meine Mutter hatte immer was dagegen, dass ich reite. Sie hatte Angst, dass mir was passiert. Naja, das Geld hat auch nicht gereicht. Meine Mutter hat uns vor 4 Jahren verlassen. Und meinem Vater bin ich egal. Wie meinst du das? Wenn ich ihm wirklich wichtig wäre, dann würde er mir Pegasus nicht wegnehmen. Wegnehmen? Pegasus ist mein bester Freund. Aber mein Vater sieht in ihm nur das Rennpferd. Für ihn ist Pegasus nur eine Geldanlage. Und jetzt, wo er krank ist, lässt er ihn einfach einschläfern. Ich liege hier und kann nichts tun. Kann ich dir irgendwie helfen? Doch. Du kannst mir helfen.
Kreuzer, was passiert? Kommen Sie bitte schnell, wir haben ein Problem. Wer? Katharina Preißler. Ist gut, ich komme. Ultraschall. Frau Preißler, können Sie mich hören? Vorsichtig wieder ins Bett zurück. Auf drei. Eins, zwei, drei. Oximeter, Blutdruck und Puls. Hoffentlich ist die Milz nicht wieder aufgerissen. Bauch frei, bitte. Frau Preißler, was ist passiert? Ich weiß nicht. Plötzlich lag ich neben dem Bett. Ich hatte ausdrücklich gesagt, nicht aufstehen. Wie sind die Werte? 150 zu 110, Puls 100. Ganz ruhig. Dann keine neuen Blutungen. Frau Preißler, warum sind Sie so unruhig? Ich habe geträumt. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, Katharina zu besuchen. Sie wartet auf Sie, Anton. Selbst wenn mir Ihr Vater die Chance geben würde, noch einmal mit Pegasus zu arbeiten, ich würde es nicht tun. Sie sind Ihre einzige Hoffnung. Ich habe wirklich alles versucht. Alles. Ich glaube, Sie sollten Katharina gegenüber mit dieser schlechten Nachricht sehr vorsichtig sein. Auch für Sie als Schwesternschüler. Also beginnt der Dienst pünktlich 6.45 Uhr. Bitte denken Sie in Zukunft daran. Ich hatte Katharina versprochen, Anton zu suchen. Gestern Abend habe ich ihn nicht mehr angetroffen. Kiki, das nächste Mal sagen Sie es mir vorher, wenn Sie einem der Patienten ein Versprechen geben, was Sie nur während der Dienstzeit einlösen können. Sicher ist es sehr wichtig, dass Anton hier ist. Guten Morgen, Frau Ingrid. Guten Morgen, Anton. Können Sie mir sagen, was Frau Preißler bedrückt? Sie ist sehr unruhig. Ich möchte auf alle Fälle vermeiden, dass es zu Nachblutungen kommt und wir die Milz doch noch entfernen müssen. Ich werde es Dr. Kreuzer erklären. Gehen Sie zu ihr. Sie wartet auf Sie. Das ist gut, aber bleiben Sie nicht zu lang. Und regen Sie sie nicht auf. Nein. Herr Dr. Kreuzer, Herr Preißler ist da. Kann er zu seiner Tochter? Dr. Kreuzer, es wäre besser, wenn... Sagen Sie Herrn Preißler, er soll einen Moment warten. Ich komme gleich. Anton, du musst mir helfen. Du bist meine letzte Hoffnung. Tu was für Pegasus. Dein Vater wird sicherlich... der Meinung sein. Ich weiß, was mein Vater meint. Bitte. Du hast Angst, hä? Ja. Dann muss ich mich wohl damit abfinden. Meinst du, er weiß, was mit ihm geschieht? Er wird es sicher ahnen. Er wird mich vermissen, wenn es soweit ist. So wie ich ihn vermissen werde. Oh, sag nicht so etwas. Nicht so was Strobulies, Gertilein. Anton, warum lässt du uns im Stich? Ich lass dich nicht im Stich. Und ihm auch nicht. Ich denke sogar, dass es viel besser um ihn steht, als wir alle es zurzeit glauben. Das sagst du doch nur, um mich zu beruhigen. Nein, nein, nein. Du hättest mal sehen sollen, wie er mir den Apfel aus der Hand gefressen hat. Aus der Hand gefressen? Ja. So lange hat er dich herankommen lassen? Ja. Du versuchst es nochmal, Anton, nicht wahr? Ich gehe jetzt mal lieber. Verlier keine Zeit. Hier ist meine Nummer. Ruf mich sofort an, wenn es was Neues gibt, hörst du? Und gib Pegasus einen Klaps von mir. Und sag ihm, ich glaube an ihn. Ich wollte nochmal mit Ihnen sprechen, bevor Sie zu Katharina gehen. Ja. Wir können die unfallmedizinische Versorgung mehr oder weniger perfekt übernehmen, aber Katharina ist sehr deprimiert. Es gibt da wohl Probleme. Es gibt nur ein Problem und das ist dieses durchgeknallte Pferd. Pegasus.
Ah, Sie wissen ja schon bestens Bescheid. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Aber wir dürfen Katharinas Problem, auch wenn es sich nur um ein Pferd handelt, nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wer sagt Ihnen denn, dass ich es auf die leichte Schulter nehme? Natürlich hänge ich auch an Pegasus, aber ich weiß, dass er nicht zu retten ist. Und wenn man etwas nicht retten kann, dann muss man sich davon lösen. Halten Sie mich bitte nicht für einen gefühllosen und kalten Menschen. Aber wissen Sie, ich habe beruflich häufig mit Konkursverfahren zu tun. Je länger man mit der Schließung eines hoffnungslos überschuldeten Unternehmens wartet, umso größer wird die Katastrophe. Ich glaube nicht, dass es zu vergleichen ist. Natürlich nicht, das weiß ich auch. Aber ich kann Sie beruhigen, Doktor. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, wie ich Katharina den Verlust ihres Lieblingspferdes erleichtern kann. Wenn die Versicherung zahlt, dann bekommst du ein neues Pferd. Vielleicht ein Zweijähriger. Der gehört dir dann ganz allein. Den kannst du dann selber aufbauen und trainieren. Und wenn dann Preisgelder reinkommen, dann gehören die dir natürlich auch. Das ist ein faires Angebot, findest du nicht? Wann? Was? Wann wird der Tierarzt sein Gutachten für die Versicherung abgeben? Morgen früh. So schnell? Wir sollten es beide noch einmal miteinander versuchen. Findest du nicht? Also ich bleibe jetzt hier bei dir. Und zwar so lange, bis ich weiß, was dich so verrückt gemacht hat. Irgendwann wirst du schon aus deiner Ecke rauskommen. Ich kann wachen, wenn es sein muss, die ganze Nacht über. Na, Katharina, wie geht's Ihnen? Ganz gut, danke. Das Obst hier hat Ihnen Ihr Vater geschickt. Ist Arso in der Nähe? Arso hat Dienst auf Station 2. Soll ich was ausrichten? Schon gut, danke. Na, dann guten Appetit. Er wollte mich anrufen, aber er tut's nicht. Wie stellst du dir das vor? Ich kann jetzt nicht weg. Ich habe heute früh schon einen Mordsärger gehabt. Bitte. Nein, ich arbeite die Zeit für heute früh nach. Ich kann jetzt nicht weg. Sind Sie wahnsinnig? Sie haben strengste Bettruhe. Dr. Kreuzer hat es Ihnen doch erklärt. Also sofort einen Rollstuhl. Welche bekommen Sie nur? Hallo. Ruhig. Pegasus, ganz ruhig, ganz ruhig. War es die Hupe, die dich verrückt gemacht hat? Hier da. Was machen Sie denn schon so früh hier? Guten Morgen, Herr Preisler. Guten Morgen. Wer ist das?
Das sehen Sie doch, der Tierarzt. Und Gutachter der Versicherung. Sie kennen sich aus, was? Sie dürfen das nicht tun. Mischen Sie sich nicht ein, Anton. Sie wissen gar nicht, was Pegasus für Ihre Tochter bedeutet. In all den Jahren, in denen Sie und Ihre Frau sich nur mit der Scheidung beschäftigt haben, da war er Ihr einziger Freund. Ihm hat sie weinend erzählt, wie unglücklich sie ist. Zu ihm hatte sie Vertrauen und er hat sie nie, nie enttäuscht. Und jetzt? Jetzt soll sie ihn ganz einfach seinem Schicksal überlassen. Gab es irgendwann bei einem Transport mit Pegasus einen Unfall? Oder eine bedrohliche Situation? Kein Unfall. Es gab mal eine extreme Situation auf der Autobahn mit einem Laster. Mussten Sie scharf bremsen? Ja. Haben Sie gehupt? Ja. Dann weiß ich, was passiert ist. Pegasus ist mit der Brust gegen die Planke gekracht. Er wollte fliehen, konnte nicht raus. Und immer wenn er eine Hupe hört, dann gerät er erneut in Panik. Und kann nicht fliehen. Und wenn ein Pferd nicht fliehen kann, dann beginnt es zu kämpfen mit den Hufen. Katharina! Wartet noch! Gottes Willen, wo kommst du denn her? Lass mich doch wenigstens Abschied von ihm nehmen! Katharina, mach keine Angst! Ruhig, ruhig! Katharina, du darfst das nicht! Nein, komm, komm! Gott! Schnell, schnell holen Sie einen Notarzt! Du musst nicht Abschied nehmen. Ich weiß jetzt, wie ich Ihnen helfen kann. Geben Sie mir und Pegasus eine Chance, Katharina zu geben. Versuchen Sie es, Anton. Versuchen Sie es. Danke. Wir schaffen es, meine Kleine. Wir schaffen es. Ja? Halte durch. Schnell eine Notarzt zur Rennbahn. Stallgebäude. Oh Gott. Katharina. Wir brauchen 4 Konserven. Schnell. Katrin, wie lange brauchst du? 3 Minuten. Gut. Ich fürchte, es ist alles wieder aufgegangen. Jetzt hätte ich doch besser auf dich hören sollen. Man konnte ja nicht ahnen, wie unvernünftig die Kleine ist. An einen Erhalt ist diesmal nicht zu denken. Bringt euch in Sicherheit. In der nächsten Stunde keine Autos, nichts, was Unruhe macht. Na, mein alter Junge. Wir wollen arbeiten. Wenn du nicht willst, dann lauf weg. Ja? Lauf ganz einfach weg. Ja, dann du. Jawohl. Gut. Gut. Ja, Pegasus. Ach, unsere Ausreißerin. Morgen, Freister. Wie geht's, Katharina? Geht so. Schwester? Die Werte sind gut. Ja, Herr Freister. Ihre Tochter hat Glück gehabt. Das hätte sehr schlimm ausgehen können. Glück? Das Glück dieser Erde liegt nicht nur auf dem Rücken der Pferde. Wie ich hörte, haben nicht nur Sie eine zweite Chance bekommen.
warst du denn die ganze Zeit? 2 Stunden im Longierkreis und dann noch bis zum Abend übers Gelände, also meine Füße. Ich konnte dich gestern beim besten Willen nicht mehr besuchen. Aber was das Wichtigste ist, Pegasus ist mir gefolgt. Und zwar freiwillig. Dann besteht wirklich eine Chance? Ja. Na, du musst dich mit dem Gesundwerden jetzt etwas beeilen. Pegasus hat noch einen weiten Weg vor sich, bis er wieder Rennen laufen kann. Und da brauche ich deine Hilfe. Weißt du, du bist einfach besser zu Fuß als ich. Anton, ich habe sie wirklich unterschätzt. Das glaube ich erst, wenn ich es mit eigenen Augen gesehen habe. 14 Tage werden sie bestimmt noch bei uns bleiben müssen. Was? So lange soll ich noch warten? Das wäre wirklich nicht gut, Herr Professor. Also für den Heilungsprozess. Nun, vielleicht könnte man, wenn es Katharina gut geht, in 4 bis 5 Tagen eine Ausnahme machen. Könnte. Vielleicht liegt das Glück dieser Erde ja doch auf dem Rücken der Pferde. Na nun, entschuldige dich bei ihr. Und erklären Sie uns bloß, Anton, wie Sie das geschafft haben. Was ist Ihr Geheimnis? Eigentlich ist es gar kein Geheimnis. Wenn du wissen willst, wie dem anderen zugute ist, dann musst du dich in ihn hineinversetzen. Du musst mit seinem Kopf denken und mit seinem Herzen fühlen. So einfach ist das. Danke, Anton. Und Ihnen auch, Doktor. Dass ich Ihnen so viel Mühe mache, Frau Oberschwester. Ich kenne mich in so einem Krankenhaus wirklich nicht aus. Ach, Anton, ich denke, mir wird es bei Ihren Pferden genauso ergehen. Kaum im Sattel lege ich bestimmt gleich wieder unten. Nein, ich glaube sogar, Sie würden eine sehr gute Figur machen als Reiterin, Frau Oberschwester. Danke. Sagen Sie einfach, Ingrid. Vielleicht sollte ich Ihnen doch lieber helfen? Ach, wenn Sie so freundlich wären. Ich habe nur falsch gemacht. Vor allem durftest du nicht zu ihm hineingehen. Und schon gar nicht allein. Da war aber niemand, der ihm helfen wollte. Ich wollte ja noch mal mit deinem Vater reden. Ach, das hat doch keinen Sinn gemacht. Ich kenne ihn doch. Und wenn er jetzt erfährt, dass Pegasus... Wissen wir, weiß am Ende noch gar nicht, was passiert ist? Wenn er jetzt erfährt, dass es Pegasus war, dann... Das erfährt er sowieso. Dann werde ich ihn nie wiedersehen. Werd erst mal gesund, Mädel. Warum musstest du auch zu ihm ins Gatter gehen? Ja, Moment. Warum nur? Warum? Weil ich an Pegasus glaube. Immer noch. Man muss immer an ein Pferd glauben. Hat mein sehr, sehr guter Freund zu mir gesagt. Und er hat recht. Wirst du noch da sein, wenn ich die Operation hinter mir habe, Anton? Ja, mein Kind, ich warte. Ingrid, kann ich mal telefonieren? Natürlich, Anton. Nehmen Sie gleich hier den Apparat. Ja.
Kommen Sie, ich helfe Ihnen aus Ihrer Zwangsjacke. Katharina ist in den besten Händen, glauben Sie es mir. Das Mädel hängt sehr an Ihnen, nicht wahr? Ja, und ich an ihr. Haben Sie eigene Kinder? Nein, aber wenn, dann hätte ich mir so eine Tochter wie Kati gewünscht. Ja, bitte schön. Danke. Anton! Herr Preisler, Sie wissen schon Bescheid. Ja, beziehungsweise nein, also ich weiß nur, dass Katharina einen Unfall hatte. Ich suche die Oberschwester. Ja, bitte. Oberschwester Ingrid. Ja, guten Tag, ich bin Katharinas Vater. Wie geht's ihr denn? Beruhigen Sie sich erst mal, Ihre Tochter wird gerade operiert. Operiert? Anton! Nee, das ist frei. Die Diagnose war goldrichtig. Noch eine erhebliche Blutung. Saugen und spüren. Aber hier haben wir die Ursache. Wir sollten versuchen, die Milz zu retten. Es ist zu groß. Ja, aber sie ist noch so jung. Das Nachblutungsrisiko ist zu hoch. Wir müssen die Milz entfernen. Roland, sie ist wirklich noch sehr jung. In ihrem Alter bedeutet das lebenslang ein erhöhtes Infektionsrisiko. Ich operiere. Auf meine Verantwortung. Auf deine Verantwortung? Was ist, wenn sie stürzt, dann trage ich die Verantwortung mit? Lass uns eine Fibrinklebung versuchen. Also gut. Stilltupfer. Ich habe Katharina extra noch einmal gewarnt. Dieses Pferd ist gefährlich für alle. Dass Pegasus so aggressiv reagiert hat, dafür muss es einen Grund geben. Wie waren Sie dabei? Nicht direkt. Man steckt ja nicht drin in einem Pferd. Bitte warten Sie hier. Vielleicht kann ich was über den Stand der OP erfahren. Ja. Egal, wie es dazu gekommen ist, geben Sie sich keine Mühe, ihn zu verteidigen. Naja. Aber vielleicht haben Sie auch recht. Vielleicht kann man einem durchgeknallten Pferd keinen Vorwurf machen. Ich verstehe meine Tochter nicht. Aber das ist diese Gefühlsduselei, die sie von ihrer Mutter hat. Wie kann man in ein Gatter gehen, wenn man weiß, dass da ein unberechenbarer und gefährlicher Hengst ist? Entschuldigen Sie, Herr Preisler, aber ganz so war es ja nicht. Nicht? Nein. Wollen Sie mir das vielleicht mal erklären? Katharina ist nicht schuld. Ich glaube, dass ich schuld bin, dass sie zu Pegasus ins Gatter ist. Ach, verdammt, ich hätte es nicht sagen sollen. Was? Was hätten Sie nicht sagen sollen? Dass man die Hoffnung niemals aufgeben darf. Bei einem Pferd. Und dass ich, wenn ich jünger wäre, vielleicht selber. Und deshalb hat sie geglaubt, dass sie es schaffen kann. Das haben Sie meiner Tochter gesagt? Ja. Tut mir leid, Herr Preisler, aber ich konnte ja nicht ahnen, dass Katharina das so wörtlich nimmt. Sie, der große Pferdeflüsterer der Rennbahn, der sein Leben in Ställen verbracht hat. Sie haben so etwas gesagt. Einem Mädchen, das ihm immer vertraut hat. Sie hängt ja so sehr an ihm. Gott, wenn ich nur... Wisst ihr, was vorgefallen ist? Ich glaube, es ist besser, Sie gehen jetzt. Und lass uns... Hallo? Ich habe ein bisschen Suppe für dich. Danke, ich habe keinen Appetit. Du solltest etwas essen. Ich habe extra gefragt, ob du es darfst. Hast du noch große Schmerzen? Ach, geht so. Das ist dir aus der Tasche gefallen, als ich dich ausgezogen habe. Was ist das? Ein Hufnagel. Ich wollte ihn schon wegschmeißen. Gott sei Dank, du hast es nicht getan. Danke. Du wunderst dich, dass ich ihn aufhebe, hm? Nach dem ersten Rennen, das ich mit Pegasus gewonnen habe, hat er ein Hufeisen verloren. Wir hatten also Glück, dass es nicht während des Rennens passiert ist. Das Hufeisen hängt bei mir zu Hause und der Nagel ist mein Talisman für unterwegs. Bist du ein Jockey? Nur Amateurin. Ansonsten gehe ich noch aufs Gymnasium. War das dein erster Unfall mit Pferden? Aber Pegasus kann nichts dafür. Ich mag auch Pferde. Aber meine Mutter hatte immer was dagegen, dass ich reite. Sie hatte Angst, dass mir was passiert. Naja, das Geld hat auch nicht gereicht. Meine Mutter hat uns vor 4 Jahren verlassen.
Und meinem Vater bin ich egal. Wie meinst du das? Wenn ich ihm wirklich wichtig wäre, dann würde er mir Pegasus nicht wegnehmen. Wegnehmen? Pegasus ist mein bester Freund. Aber mein Vater sieht in ihm nur das Rennpferd. Für ihn ist Pegasus nur eine Geldanlage. Und jetzt, wo er krank ist, lässt er ihn einfach einschläfern. Ich liege hier und kann nichts tun. Kann ich dir irgendwie helfen? Doch, du kannst mir helfen. Kreuzer, was passiert? Kommen Sie bitte schnell, wir haben ein Problem. Wer? Katharina Preisler. Ist gut, ich komme. Ultraschall. Frau Preisler, können Sie mich hören? Vorsichtig wieder ins Bett zurück. Auf drei. Eins, zwei, drei. Oximeter, Blutdruck und Puls. Hoffentlich ist die Milz nicht wieder aufgerissen. Bauch frei, bitte. Frau Preisler, was ist passiert? Ich weiß nicht. Plötzlich lag ich neben dem Bett. Ich hatte ausdrücklich gesagt, nicht aufstehen. Wie sind die Werte? 150 zu 110, Puls 100. Ganz ruhig. Dann keine neuen Blutungen. Frau Preisler, warum sind Sie so unruhig? Ich habe geträumt. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, Katharina zu besuchen. Sie wartet auf Sie, Andrew. Selbst wenn mir Ihr Vater die Chance geben würde, noch einmal mit Pegasus zu arbeiten, ich würde es nicht tun. Sie sind Ihre einzige Hoffnung. Ich habe wirklich alles versucht. Alles. Ich glaube, Sie sollten Katharina gegenüber mit dieser schlechten Nachricht sehr vorsichtig sein. Auch für Sie als Schwesternschülerin. Also beginnt der Dienst pünktlich 6.45 Uhr. Bitte denken Sie in Zukunft daran. Ich hatte Katharina versprochen, Anton zu suchen. Gestern Abend habe ich ihn nicht mehr angetroffen. Kitty, das nächste Mal sagen Sie es mir vorher, wenn Sie einem der Patienten ein Versprechen geben, was Sie nur während der Dienstzeit einlösen können. Sicher ist es sehr wichtig, dass Anton hier ist. Guten Morgen, Frau Ingrid. Guten Morgen, Anton. Können Sie mir sagen, was Frau Preisler bedrückt? Sie ist sehr unruhig. Ich möchte auf alle Fälle vermeiden, dass es zu Nachblutungen kommt und wir die Milz doch noch entfernen müssen. Ich werde es Dr. Kreuzer erklären. Gehen Sie zu ihr. Sie wartet auf Sie. Das ist gut, aber bleiben Sie nicht zu lang. Und regen Sie sie nicht auf. Nein. Sie bitte in Zukunft meine Tochter in Ruhe. Ja. Eine Viertelstunde wird es noch dauern, Herr Preisler. Wenn Sie hier so lange warten wollen. Ja, danke schön. Thank you.
So passen Sie doch auf! Ein Unglück kommt selten allein. Ich bin ein Unglücksrabe. Gehen Sie mir lieber aus dem Weg. Ja, wissen Sie, was Sie da angerichtet haben? Das tut mir leid. Wunderschöne Kürbis. Im Moment dauert es noch, Herr Preisler. Ihre Tochter hat einen ziemlich großen Riss in der Milz, aber sie hat noch mal Glück gehabt. Das ist eine sehr ernste Verletzung. Ja, normalerweise muss das Organ entfernt werden. In diesem Fall konnten wir es wieder schließen. Aber es bedeutet auch absolute Ruhe und keinerlei Aufregung in den nächsten Tagen. Ich müsste mal telefonieren drin. Ja, aber nicht mit dem Handy. Ist verboten. Ach so. Komm, richtig. So, hier. Ich sehe dann zwischendurch immer mal wieder nach ihr. Danke, Sir. Die Nullfolie. Preisler hier. Ja, soweit alles ganz positiv. Nein, nein, keine Lebensgefahr. Sagen Sie bitte alle Termine für heute Nachmittag ab. Haben Sie schon, gut. Nein, den 17 Uhr Termin natürlich nicht. Ja, da muss Herr Schulz eben nochmal ins Haus kommen. Ja, sagen Sie ihm das. Nein, ich bin nicht über Handy zu erreichen. Ich melde mich zwischendurch. Ja, ja. Gut, bis bald. Katharina, Kind. Was machst du bloß für Sachen? Na, Papa. Es wird ziemlich dumm von mir, da reinzugehen. Zu Pegasus. Denk nicht mehr daran, mein Liebling. Das Wichtigste ist, dass jetzt alles gut ist. Die Operation war erfolgreich. Wo ist Anton? Der ist schon nach Hause gegangen. Er wollte doch warten. Weißt du, Katharina, ich glaube, es ist am besten, wenn er dich in der nächsten Zeit nicht unbedingt... Was? Mich nicht besucht? Ja, das regt dich nur auf. Der setzt dir nur Flausen in den Kopf. Wie meinst du das, Flausen? Naja, der erzählt dir zum Beispiel, dass Pegasus noch zu helfen ist, obwohl es eigentlich besser wissen müsste. Aber komm, lass uns von was anderem reden. Soll ich dir ein bisschen Obst mitbringen? Was möchtest du trinken? Du gibst Anton die Schuld. Bitte. Katharina, reg dich nicht auf. Wie soll ich mich da nicht aufregen? Anton ist vielleicht der Einzige, der Pegasus noch helfen kann. Ausgerechnet der, das fehlte gerade noch. Katharina, bitte, versteh doch. Es ist nun mal eine Tatsache, dass Pegasus dich fast umgebracht hat. Da kann auch kein Anton oder sonst wer irgendwas daran ändern. Das dachte ich mir, dass du das so siehst. Pegasus ist das Liebste, was ich habe. Du bist meine Tochter. Und du bist das Liebste, was ich habe. Und ich werde dich vor Pegasus beschützen. Auch wenn du das im Augenblick nicht verstehen kannst. Wo ist er? Im Stall. Hey, lass ihn besser in Ruhe, Anton. Ja, ja, ja. Geh nach Hause. Her. Traust dich nicht, habe ich recht. Komm her und sieh mich an! Warum hast du Katharina so wehgetan? Sie hat mir so sehr vertraut. Sag mir doch, warum du es getan hast. Vielleicht kann ich dir helfen. Ich weiß ja, dass du es mir nicht sagen kannst. Ruhig, ganz ruhig. Ruhig, ganz ruhig. Vorsicht! Na, sie sieht man ja heute oft hier. Hätten Sie noch ein bisschen von der Kürbissuppe? Aber natürlich. Bitte schön. Danke. Das wurde aber auch Zeit. Ein bisschen mickrig ist er ja. Es gab keine Größe mehr. Na, warte mal, ich mach das, glaube ich. Danke, Charlotte.
steckt sehr viel Arbeit drin. Ja, das sehe ich doch. So? Ja. Ja. Ja, mach ich. Herr Preißler! Keine Zeit. Eins, zwei, drei. Sie kommt zu sich. Wie heißt sie? Preißler, Katharina. Frau Preißler, können Sie mich hören? Sie sind hier im Krankenhaus. Wo ist Anton? Wissen Sie, wer Anton ist? Ach, der alte Stallbursche von der Rennbahn. Den haben wir draußen vergessen. Machen Sie bauchfrei. Sie brauchen mir nicht zu helfen. Ich mach das schon. Na dann, bis bald. Und für heute reicht's. Bleiben Sie ganz ruhig liegen. Der Bursche hat ja kräftig zugelangt. Ja. Haben Sie Medikamente genommen? Irgendwelche Allergien? Ist er noch bewusst? Hallo, Fräulein. Ich suche ein junges Mädchen, einen Notfall. Sie ist eben schwer verletzt hier eingeliefert worden, aber kann sie nirgendwo entdecken. Dr. Kreuzer versorgt sie gerade. Im Moment können Sie sowieso nicht zu ihr. Ich muss aber unbedingt wissen, wie es hier geht. Sie werden gleich abgeholt. Kommen Sie bitte mit. Ja, gern. Ist der Name der Patientin? Preißler. Der Vorname Katharina. Und Sie sind ein naher Verwandter, vielleicht Ihr Großvater? Nein, nein. Dann darf ich Ihnen sowieso keine Auskunft geben. Aber ich kenne Katharina schon über 10 Jahre. Bringen Sie mich endlich zu ihr. Das geht nicht. Was heißt denn, das geht nicht? Muss man denn erst verwandt sein, wenn man sich Sorgen macht um einen lieben Menschen, dem es schlecht geht, ja? Gut. Wenn Sie sie so gut kennen, dann sagen Sie mir vielleicht, wie alt sie ist. Wann ist sie genau geboren? Im Mai. Jahrgang. Moment. Sie ist 19 Jahre alt und wenn sie. Schwester, ja, kommen Sie mal bitte. Was ist hier los, Yvonne? Er möchte zu einem Patienten, der gerade eingeliefert wurde. Ich weiß gar nicht, wer es überhaupt ist. Sie müssen mich zu ihr lassen, bitte. Die Kleine ist für mich wie eine Tochter. Ich habe sie aufwachsen sehen. Ich habe ihr das Reiten beigebracht. Sie wartet auf mich. Vielleicht sollten wir in diesem einen Fall mal eine Ausnahme machen, Schwester Yvonne. Azu soll ihn zum Schockraum bringen. Oh, sie ist schon im Schockraum. Sie auf Dr. Kreuzer. Ach so, naja, vielleicht ist es sowieso besser, wenn ich mit Dr. Kreuzer rede. Kommen Sie, Herr... Anton. Sagen Sie ganz einfach Anton. Ja, Herr Anton. Freie Flüssigkeit in der Milzloge. Tut sie am meisten weh? Ich glaube, ja.
Keine vollständige Ruptur, aber wir müssen sofort laparotomieren. Wie waren die Werte? 90-50, Puls 120. OP? Ja. Wen von Ihren Angehörigen sollen wir verständigen? Warum fragen Sie das? Weil wir Sie jetzt operieren müssen. Ein Riss in der Milz, den wir hoffentlich noch wieder schließen können. Niemand. Dr. Kreuzer? Dr. Kreuzer, das ist Anton. Aha. Anton möchte dringend zur Patientin Katharina Preißle. Sie sind also Anton. Dann warten Sie bitte im Besucherbereich, wir geben Ihnen Bescheid, ja? Steht es denn so schlimm um Katharina? Ihr Zustand ist momentan stabil, sie wird jetzt operiert. Nur eine Minute. Bitte. Moment. Da draußen steht sowas Ähnliches wie ein Cowboy. Das ist Anton. Mhm. Lassen Sie ihn kurz zu mir. Also ich hier rein kann er beim besten Willen nicht. Da könnten wir ja tagelang desinfizieren. Herr Doktor, ich denke, wenn ich Anton sorgfältig und nach den Vorschriften einkleide, kann... Everybody says we're too young, our love is not going on. They say you better go away, cause this love is made of sorrow and pain. Love is enough. Sieht aber den Ausdruck aus. Finden Sie, ja. Und Kürbissuppe, also die mag der Professor ja besonders gern. Soll ich ihm Mittag was zurückstellen? Unbedingt. Aber für mich bitte auch, ja? Für mich auch. Für mich, auch? Ja, ich tue mein Möglichstes, aber wenn sie alle ist, ist sie alle. Hoi. Der ist ja hübsch gruselig. Ja, wie aus dem Gesicht geschnitten, ne? Musste das jetzt sein? Das klassische Schädelhirntrauma. Das tut mir leid. Macht nichts, kommt in die Suppe. Ich mache ein neues Gesicht. Aber bitte ein freundliches. Ja, mein Süßer. Was macht denn dein Vorderbein? Oh, immer noch bandagiert. Es wird schon. Was ist Roman? Wie geht's dir? Da kommt unser alter Freund Pegasus. Katharina hat es in letzter Zeit nicht einfach mit ihm. Nicht Katharina, das ist zu gefährlich. Keine Angst, Papa. Pegasus hat während der ganzen Fahrt verrückt gespielt. Gegen die Ladeklappe getreten. Du siehst ja, der ist total nervös. Nun sag schon. Du musst jetzt sehr tapfer sein, Katharina. Nun sag schon. Was hat der Trainer gesagt? Er hat gesagt, er meinte, also er hat gesagt, dass Pegasus nicht mehr zu helfen ist. Das glaube ich nicht. Aber ihr... Er glaubt das nun mal. Und ich fürchte, der hat recht. Er hat lange versucht, mit Pegasus zu arbeiten. Nichts. Sicher gibt es noch bessere Trainer. Vielleicht hat er einfach kein Gespür gehabt für Pegasus. Ich meine, er kennt ihn nicht lang genug, Papa. Katharina, drei Trainer haben mir jetzt gesagt, lassen Sie es sein, es macht keinen Sinn mehr. Pegasus wird keine Rennen mehr laufen. Und er ist eine Gefahr. Für alle. Für die Pferde, die Reiter, für jeden, der sich versucht, ihm zu nähern. Nicht für mich. Doch, auch für dich, Katharina, für alle. Du musst dich damit abfinden. Pegasus ist abgedreht. Der geht endgültig weg. Kommt der auf ein Gestüt? Nein. Heißt das? Ja. Oh, Papa, bitte tu's nicht. Katharina, bitte, das muss sein. Kopf hoch. Soll ich dich in die Stadt mitnehmen und beim Gymnasium absetzen? Ich bin mit dem Rad. Na gut. Ich muss jetzt ins Büro, du weißt ja. Wenn ich nicht da bin, dann tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Wird heute Abend sicher wieder sehr spät. Lass dir eine Pizza bringen oder was du sonst magst, ja? Tschüss.
Schlimme Nachrichten. Er soll eingeschläfert werden. Wenn wir nur wüssten, was in ihm vorgeht. Wieso hat Papa dich eigentlich nicht gefragt, ob du Pegasus helfen kannst? Du hast doch dein Leben lang so vielen Pferden geholfen, Anton. Was soll ich als Stallbursche besser machen als die Trainer? Sind doch alles Profis, Spezialisten. Du bist besser als alle anderen. Nein. Früher, ja, da war ich vielleicht manchmal ein bisschen besser. Heute bin ich ein alter Mann. Man muss auch konsequent zu einem Pferd sein können. Und dazu fehlt mir die Kraft. Und ein Pferd spürt ganz genau, wenn man nicht stark genug ist, um konsequent zu sein. Wenn du jünger wärst, würdest du es versuchen? Vielleicht. Du hast doch immer von der Stute erzählt. Alle hatten sie schon aufgegeben. Arabella? Ja, alle hatten sie aufgegeben. Der Trainer, der Besitzer. Nur du nicht. Du hast an sie geglaubt. Man muss immer an ein Pferd glauben. Ja, und dann hat sie noch 5 schöne Rennen gewonnen. Ja. Sowas kommt immer wieder mal vor. Man kann sich nicht darauf verlassen. Tut mir leid, Kathi. Tut mir leid. Traust dich nicht, habe ich recht? Komm her und sieh mich an! Warum hast du Katharina so wehgetan? Sie hat mir so sehr vertraut. Sag mir doch, warum du das getan hast. Vielleicht kann ich dir helfen. Ich weiß ja, dass du es mir nicht sagen kannst. Ruhig, ganz ruhig. Ruhig, ganz ruhig. Vorsicht! Na, sie sieht man ja heute oft hier. Hätten Sie noch ein bisschen von der Kürbissuppe? Aber natürlich. Bitte schön. Danke. Das wurde aber auch Zeit. Ein bisschen mickrig ist er ja. Es gab keine Größe mehr. Na, warte mal, ich mach das, glaube ich. Danke, Charlotte. Steckt sehr viel Arbeit drin. Ja, das sehe ich doch. So. Ja. Hm. Hallo, ich habe ein bisschen Suppe für dich. Danke, ich habe keinen Appetit. Du solltest etwas essen. Ich habe extra gefragt, ob du es darfst. Hast du noch große Schmerzen? Ach, geht so. Das ist dir aus der Tasche gefallen, als ich dich ausgezogen habe. Was ist das? Ein Hufnagel. Ich wollte ihn schon wegschmeißen. Gott sei Dank, du hast es nicht getan. Danke. Du wunderst dich, dass ich ihn aufhebe, hm? Nach dem ersten Rennen, das ich mit Pegasus gewonnen habe, hat er ein Hufeisen verloren. Wir hatten also Glück, dass es nicht während des Rennens passiert ist. Das Hufeisen hängt bei mir zu Hause und der Nagel ist mein Talisman für unterwegs. Bist du ein Jockey? Nur Amateurin. Ansonsten gehe ich noch aufs Gymnasium. War das dein erster Unfall mit Pferden? Aber Pegasus kann nichts dafür. Ich mag auch Pferde. Aber meine Mutter hatte immer was dagegen, dass ich reite. Sie hatte Angst, dass mir was passiert. Naja, das Geld hat auch nicht gereicht. Meine Mutter hat uns vor 4 Jahren verlassen. Und meinem Vater bin ich egal. Wie meinst du das? Wenn ich ihm wirklich wichtig wäre, dann würde er mir Pegasus nicht wegnehmen. Hey,
sieht aber nett aus, Frau Gauss. Finden Sie ja. Und Kürbissuppe, also die mag der Professor ja besonders gern. Soll ich ihm Mittag was zurückstellen? Unbedingt. Aber für mich bitte auch, ja? Für mich auch. Für mich, Auch? Ja, ich tue mein Möglichstes, aber wenn sie alle ist, ist sie alle. Hoi. Der ist ja hübsch gruselig. Ja, wie aus dem Gesicht geschnitten, ne? Schade, musste das jetzt sein. Das klassische Schädelhirntrauma. Das tut mir leid. Macht nichts, kommt in die Suppe. Ich mache ein neues Gesicht. Aber bitte ein freundliches. Ja, mein Süßer. Was macht denn dein Vorderbein? Oh, immer noch bandagiert. Es wird schon. Na, Salomon, wie geht's dir? Da kommt unser alter Freund Pegasus. Katharina hat es in letzter Zeit nicht einfach mit ihm. Nicht Katharina, das ist zu gefährlich. Keine Angst, Papa. Pegasus hat während der ganzen Fahrt verrückt gespielt. Gegen die Ladeklappe getreten. Du siehst ja, der ist total nervös. Nun sag schon. Du musst jetzt sehr tapfer sein, Katharina. Nun sag schon. Was hat der Trainer gesagt? Er hat gesagt, er meinte, also er hat gesagt, dass Pegasus nicht mehr zu helfen ist. Das glaube ich nicht. Aber ihr... Glaubt das nun mal. Und ich fürchte, der hat recht. Er hat lange versucht, mit Pegasus zu arbeiten. Nichts. Sicher gibt es noch bessere Trainer. Vielleicht hat er einfach kein Gespür gehabt für Pegasus. Ich meine, er kennt ihn nicht lang genug, Papa. Katharina, drei Trainer haben mir jetzt gesagt, lassen Sie es sein, es macht keinen Sinn mehr. Pegasus wird keine Rennen mehr laufen. Und er ist eine Gefahr. Für alle. Für die Pferde, die Reiter, für jeden, der sich versucht, ihm zu nähern. Ach, nicht für mich. Doch. Wenn du noch gar nicht, was passiert ist? Wenn er jetzt erfährt, dass es Pegasus war, dann... Das erfährt er sowieso. Werde ich ihn nie wiedersehen. Werd erst mal gesund, Mädel. Warum musstest du auch zu ihm ins Gatter gehen? Ja, Moment. Warum nur? Warum? Weil ich an Pegasus glaube. Immer noch. Man muss immer an ein Pferd glauben. Mein sehr, sehr guter Freund zu mir gesagt. Und er hat recht. Wirst du noch da sein, wenn ich die Operation hinter mir habe, Anton? Ja, mein Kind, ich warte. Frau Ingrid, kann ich mal telefonieren? Natürlich, Anton. Nehmen Sie gleich hier den Apparat. Kommen Sie, ich helfe Ihnen aus Ihrer Zwangsjacke. Katharina ist in den besten Händen, glauben Sie es mir. Das Mädel hängt sehr an Ihnen, nicht wahr? Ja, und ich an ihr. Haben Sie eigene Kinder? Nein, aber wenn, dann hätte ich mir so eine Tochter wie Kati gewünscht. Hier, bitteschön. Danke. Anton! Herr Preisler, Sie wissen schon Bescheid. Ja, beziehungsweise nein. Also ich weiß nur, dass Katharina einen Unfall hatte. Ich suche die Oberschwester. Ja, bitte. Oberschwester Ingrid. Ja, guten Tag. Ich bin Katharinas Vater. Wie geht's ihr denn? Beruhigen Sie sich erst mal. Ihre Tochter wird gerade operiert. Operiert? Anton! Nee, das ist frei. Die Diagnose war goldrichtig. Noch eine erhebliche Blutung. Saugen und spüren. Aber hier haben wir die Ursache. Wir sollten versuchen, die Milz zu retten. Der Riss ist zu groß. Ja, aber sie ist noch so jung. Das Nachblutungsrisiko ist zu hoch. Wir müssen die Milz entfernen. Roland, sie ist wirklich noch sehr jung. In ihrem Alter bedeutet das lebenslang ein erhöhtes Infektionsrisiko. Ich operiere. Auf meine Verantwortung.
auf deine Verantwortung. Was ist, wenn sie stürzt, dann trage ich die Verantwortung mit. Lass uns eine Fibrinklebung versuchen. Also gut. Stilltupfer. Ich habe Katharina extra noch einmal gewarnt. Dieses Pferd ist gefährlich für alle. Dass Pegasus so aggressiv reagiert hat, dafür muss es einen Grund geben. Wie waren Sie dabei? Nicht direkt. Man steckt ja nicht drin in einem Pferd. Bitte warten Sie hier. Vielleicht kann ich was über den Stand der OP erfahren. Ja. Egal, wie es dazu gekommen ist, geben Sie sich keine Mühe, ihn zu verteidigen. Naja. Aber vielleicht gewünscht. Ja, bitteschön. Danke. Anton! Herr Preister, Sie wissen schon Bescheid. Ja, beziehungsweise nein. Also ich weiß nur, dass Katharina einen Unfall hatte. Ich suche die Oberschwester. Ja, bitte. Oberschwester Ingrid. Ja, guten Tag. Ich bin Katharinas Vater. Wie geht's ihr denn? Beruhigen Sie sich erst mal. Ihre Tochter wird gerade operiert. Operiert? Anton! Nee, das ist frei. Die Diagnose war goldrichtig. Noch eine erhebliche Blutung. Saugen und spüren. Aber hier haben wir die Ursache. Wir sollten versuchen, die Milz zu retten. Der Riss ist zu groß. Ja, aber sie ist noch so jung. Das Nachblutungsrisiko ist zu hoch. Wir müssen die Milz entfernen. Roland, sie ist wirklich noch sehr jung. In ihrem Alter bedeutet das lebenslang ein erhöhtes Infektionsrisiko. Ich operiere. Auf meine Verantwortung. Auf deine Verantwortung? Was ist, wenn sie stürzt, dann trage ich die Verantwortung mit. Lass uns eine Fibrinklebung versuchen. Also gut. Stilltupfer. Ich habe Katharina extra noch einmal gewarnt. Dieses Pferd ist gefährlich für alle. Dass Pegasus so aggressiv reagiert hat, dafür muss es einen Grund geben. Wie waren Sie dabei? Nicht direkt. Man steckt ja nicht drin in einem Pferd. Bitte warten Sie hier. Vielleicht kann ich was über den Stand der OP erfahren. Egal, wie es dazu gekommen ist, geben Sie sich keine Mühe, ihn zu verteidigen. Naja. Aber vielleicht haben Sie auch recht. Vielleicht kann man einem durchgeknallten Pferd keinen Vorwurf machen. Ich verstehe meine Tochter nicht. Aber das ist diese Gefühlsduselei, die sie von ihrer Mutter hat. Wie kann man in ein Gatter gehen, wenn man weiß, dass da ein unberechenbarer und gefährlicher Hengst ist? Entschuldigen Sie, Herr Preister, aber ganz so war es ja nicht. Nicht? Nein. Wollen Sie mir das vielleicht mal erklären? Katharina ist nicht schuld. Ich glaube, dass ich schuld bin, dass sie zu Pegasus ins Gatter ist. Ach, verdammt, ich hätte es nicht sagen sollen. Was? Was hätten Sie nicht sagen sollen? Dass man die Hoffnung niemals aufgeben darf. Bei einem Pferd. Und dass ich, wenn ich jünger wäre, vielleicht selber. Und deshalb hat sie geglaubt, dass sie es schaffen kann. Das haben Sie meiner Tochter gesagt? Ja. Tut mir leid, Herr Preisler, aber ich konnte ja nicht ahnen, dass Katharina das so wörtlich nimmt. Sie. Der große Pferd. Wiedersehen. Werd erst mal gesund, Mädel. Warum musstest du auch zu ihm ins Gatter gehen? Ja, Moment. Warum nur? Warum? Weil ich an Pegasus glaube. Immer noch. Man muss immer an ein Pferd glauben. Mein sehr, sehr guter Freund zu mir gesagt. Und er hat recht. Wirst du noch da sein, wenn ich die Operation hinter mir habe, Anton? Ja, mein Kind, ich warte. Frau Ingrid, kann ich mal telefonieren? Natürlich, Anton. Nehmen Sie gleich hier den Apparat. Kommen Sie, ich helfe Ihnen aus Ihrer Zwangsjacke. Katharina ist in den besten Händen, glauben Sie es mir. Das Mädel hängt sehr an Ihnen, nicht wahr? Ja, und ich an ihr. Haben Sie eigene Kinder? Nein, aber wenn, dann hätte ich mir so eine Tochter wie Kati gewünscht. Ja, bitteschön. Danke. Anton! Herr Preister, Sie wissen schon Bescheid. Ja, beziehungsweise nein. Also ich weiß nur, dass Katharina einen Unfall hatte. Ich suche die Oberschwester. Ja, bitte.
Oberschwester Ingrid. Ja, guten Tag, ich bin Katharinas Vater. Wie geht's ihr denn? Beruhigen Sie sich erst mal, Ihre Tochter wird gerade operiert. Operiert? Anton! Nee, das ist frei. Die Diagnose war goldrichtig. Noch eine erhebliche Blutung. Saugen und spüren. Aber hier haben wir die Ursache. Wir sollten versuchen, die Milz zu retten. Der Riss ist zu groß. Ja, aber sie ist noch so jung. Das Nachblutungsrisiko ist zu hoch. Wir müssen die Milz entfernen. Roland, sie ist wirklich noch sehr jung. In ihrem Alter bedeutet das lebenslang ein erhöhtes Infektionsrisiko. Ich operiere. Auf meine Verantwortung. Auf deine Verantwortung? Was ist, wenn sie stürzt, dann trage ich die Verantwortung mit? Lass uns eine Fibrinklebung versuchen. Also gut. Stilltupfer. Ich habe Katharina extra noch einmal gewarnt. Dieses Pferd ist gefährlich für alle. Dass Pegasus so aggressiv reagiert hat, dafür muss es einen Grund geben. Wie waren Sie dabei? Nicht direkt. Man steckt ja nicht drin in einem Pferd. Bitte warten Sie hier. Vielleicht kann ich was über den Stand der OP erfahren. Egal, wie es dazu gekommen ist, geben Sie sich keine Mühe, ihn zu verteidigen. Naja. Aber vielleicht haben Sie auch recht. Vielleicht kann man einem durchgeknallten Pferd keinen Vorwurf machen. Ich verstehe meine Tochter nicht. Aber das ist diese... Dass ich Ihnen so viel Mühe mache, Frau Oberschwester. Aber ich kenne mich in so einem Krankenhaus wirklich nicht aus. Ach, Anton, ich denke, mir wird es bei Ihren Pferden genauso ergehen. Kaum im Sattel lege ich bestimmt gleich wieder unten. Nein, ich glaube sogar, Sie würden eine sehr gute Figur machen als Reiterin, Frau Oberschwester. Danke. Sagen Sie einfach, Ingrid. Vielleicht sollte ich Ihnen doch lieber helfen? Ach, wenn Sie so freundlich wären. Was hast du falsch gemacht? Vor allem durftest du nicht zu ihm hineingehen. Und schon gar nicht allein. Da war aber niemand, der ihm helfen wollte. Ich wollte ja noch mal mit deinem Vater reden. Ach, das hat doch keinen Sinn gemacht. Ich kenne ihn doch. Und wenn er jetzt erfährt, dass Pegasus... Wissen wir, weiß am Ende noch gar nicht, was passiert ist? Wenn er jetzt erfährt, dass es Pegasus war, dann... Das erfährt er sowieso. Dann werde ich ihn nie wiedersehen. Werd erst mal gesund, Mädel. Warum musstest du auch zu ihm ins Gatter gehen? Ja, Moment. Warum nur? Warum? Weil ich an Pegasus glaube. Immer noch. Man muss immer an ein Pferd glauben. Hat mein sehr, sehr guter Freund zu mir gesagt. Und er hat recht. Wirst du noch da sein, wenn ich die Operation hinter mir habe, Anton? Ja, mein Kind, ich warte. Ingrid, kann ich mal telefonieren? Natürlich, Anton. Nehmen Sie gleich hin. Oh. Gut, Pegasus. Und nun mal einmal. Ja. Na nun,
Jawohl. Und. Ja, 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 Pegasus. Ach, unsere Ausreißerin. Guten Morgen. Morgen, Schwester. Wie geht's, Katharina? Geht so. Schwester? Die Werte sind gut. Ja, Herr Wassler, Ihre Tochter hat Glück gehabt. Das hätte sehr schlimm ausgehen können. Glück? Das Glück dieser Erde liegt nicht nur auf dem Rücken der Pferde. Wie ich hörte, haben nicht nur Sie eine zweite Chance bekommen. Wo warst du denn die ganze Zeit? 2 Stunden im Longierkreis und dann noch bis zum Abend übers Gelände, also meine Füße. Ich konnte dich gestern beim besten Willen nicht mehr besuchen. Aber was das Wichtigste ist, Pegasus ist mir gefolgt. Und zwar freiwillig. Dann besteht wirklich eine Chance? Ja. Na, du musst dich mit dem Gesundwerden jetzt etwas beeilen. Pegasus hat noch einen weiten Weg vor sich, bis er wieder Rennen laufen kann. Und da brauche ich deine Hilfe. Weißt du, du bist einfach besser zu Fuß als ich. Anton, ich habe Sie wirklich unterschätzt. Das glaube ich erst, wenn ich es mit eigenen Augen gesehen habe. 14 Tage werden Sie bestimmt noch bei uns bleiben müssen. Was? So lange soll ich noch warten? Das wäre wirklich nicht gut, Herr Professor. Also für den Heilungsprozess. Nun, vielleicht könnte man, wenn es Katharina gut geht, in 4 bis 5 Tagen eine Ausnahme machen. Könnte. Vielleicht liegt das Glück dieser Erde ja doch auf dem Rücken der Pferde. Na nun, entschuldige dich bei ihr. Und erklären Sie uns bloß, Anton, wie Sie das geschafft haben. Was ist Ihr Geheimnis? Eigentlich ist es gar kein Geheimnis. Wenn du wissen willst, wie dem anderen zugute ist, dann musst du dich in ihn hineinversetzen. Du musst mit seinem Kopf denken. Seinen Herzen fühlen. So einfach ist das. Danke, Anton. Und Ihnen auch, Doktor. Wo ist er? Im Stall. Hey, lass ihn besser in Ruhe, Anton. Ja, ja. Geh nach Hause. Komm her! Traust dich nicht, habe ich recht? Komm her und sieh mich an! Warum hast du Katharina so wehgetan? Sie hat mir so sehr vertraut. Sag mir doch, warum du es getan hast. Vielleicht kann ich dir helfen. Ich weiß ja, dass du es mir nicht sagen kannst. Ruhig, ganz ruhig. Ruhig, ganz ruhig. Vorsicht! Na, sie sieht man ja heute oft hier. Hätten Sie noch ein bisschen von der Kürbissuppe? Aber natürlich. Bitte schön. Danke. Das wurde aber auch Zeit. Ein bisschen mickrig ist er ja. Es gab keine größeren mehr. Na, warte mal, ich mach das, glaube ich. Danke, Charlotte. Steckt sehr viel Arbeit rein. Ja, das sehe ich doch. So. Ja. Thank you.
komm her, komm. Ist doch gut, komm her. Pegasus, komm her. Du kannst schon mal dem Tierarzt Bescheid sagen. Ja, mach ich. Herr Preissler! Keine Zeit. Ruhig. Ich hab geträumt. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, Katharina zu besuchen. Sie wartet auf Sie, Anton. Selbst wenn mir Ihr Vater die Chance geben würde, noch einmal mit Pegasus zu arbeiten, ich würde es nicht tun. Sie sind Ihre einzige Hoffnung. Ich habe wirklich alles versucht. Alles. Ich glaube, Sie sollten Katharina gegenüber mit dieser schlechten Nachricht sehr vorsichtig sein. Auch für Sie als Schwesternschülerin. Also beginnt der Dienst pünktlich 6.45 Uhr. Denken Sie in Zukunft daran. Ich hatte Katharina versprochen, Anton zu suchen. Gestern Abend habe ich ihn nicht mehr angetroffen. Kitty, das nächste Mal sagen Sie es mir vorher, wenn Sie einem der Patienten ein Versprechen geben, was Sie nur während der Dienstzeit einlösen können. Sicher ist es sehr wichtig, dass Anton hier ist. Guten Morgen, Frau Ingrid. Guten Morgen, Anton. Können Sie mir sagen, was Frau Preissler bedrückt? Sie ist sehr unruhig. Ich möchte auf alle Fälle vermeiden, dass es zu Nachblutungen kommt und wir die Milz doch noch entfernen müssen. Ich werde es Dr. Kreuz erklären. Gehen Sie zu ihr. Sie wartet auf Sie. Das ist gut, aber bleiben Sie nicht zu lang. Und regen Sie sie nicht auf. Nein. Herr Dr. Kreuzer, Herr Preissler ist da. Kann er zu seiner Tochter? Dr. Kreuzer, es wäre besser, wenn... Sagen Sie Herrn Preissler, er soll einen Moment warten. Ich komme gleich. Anton, du musst mir helfen. Du bist meine letzte Hoffnung. Tu was für Pegasus. Dein Vater wird sicherlich der Meinung sein. Ich weiß, was mein Vater meint. Bitte. Du hast Angst, hä? Ja. Dann muss ich mich wohl damit abfinden. Meinst du, er weiß, was mit ihm geschieht? Er wird es sicher ahnen. Er wird mich vermissen, wenn es soweit ist. So wie ich ihn vermissen werde. Ach, sag nicht so etwas. Nicht so was Traurigeres, Gertilein. Anton, warum lässt du uns im Stich? Ich lass dich nicht im Stich. Und ihm auch nicht. Ich denke sogar, dass es viel besser um ihn steht, als wir alle es zurzeit glauben. Sagst du doch nur, um mich zu beruhigen. Nein, nein, nein. Du hättest mal sehen sollen, wie er mir den Apfel aus der Hand gefressen hat. Aus der Hand gefressen? Ja. So nah hat er dich herankommen lassen? Ja. Du versuchst es nochmal, Anton, nicht wahr? Ich gehe jetzt mal lieber. ITS 2. Kreuzer, was passiert? Kommen Sie bitte schnell, wir haben ein Problem. Wer? Katharina Preissler. Ist gut, ich komme. Ultraschall. Frau Preissler, können Sie mich hören? Vorsichtig wieder ins Bett zurück. Auf drei. Eins, zwei, drei. Oximeter, Blutdruck und Puls. Hoffentlich ist die Milz nicht wieder aufgerissen. Bauch frei, bitte. Frau Preissler, was ist passiert? Ich weiß nicht. Plötzlich lag ich neben dem Bett. Ich hatte ausdrücklich gesagt, nicht aufstehen. Wie sind die Werte? 150 zu 110, Puls 100. Ganz ruhig.
Eltern, keine neuen Blutungen. Frau Preisler, warum sind Sie so unruhig? Ich habe geträumt. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, Katharina zu besuchen. Sie wartet auf Sie, Anton. Selbst wenn mir Ihr Vater die Chance geben würde, noch einmal mit Pegasus zu arbeiten, ich würde es nicht tun. Sie sind Ihre einzige Hoffnung. Ich habe wirklich alles versucht. Alles. Ich glaube, Sie sollten Katharina gegenüber mit dieser schlechten Nachricht sehr vorsichtig sein. Auch für Sie als Schwesternschülerin. Also beginnt der Dienst pünktlich 6.45 Uhr. Bitte denken Sie in Zukunft daran. Ich hatte Katharina versprochen, Anton zu suchen. Gestern Abend habe ich ihn nicht mehr angetroffen. Kitty, das nächste Mal sagen Sie es mir vorher, wenn Sie einem der Patienten ein Versprechen geben, was Sie nur während der Dienstzeit einlösen können. Sicher ist es sehr wichtig, dass Anton hier ist. Guten Morgen, Frau Ingrid. Guten Morgen, Anton. Können Sie mir sagen, was Frau Preisler bedrückt? Sie ist sehr unruhig. Ich möchte auf alle Fälle vermeiden, dass es zu Nachblutungen kommt und wir die Milz doch noch entfernen müssen. Ich werde es Dr. Preuß erklären. Gehen Sie zu ihr. Sie wartet auf Sie. Das ist gut, aber bleiben Sie nicht zu lang. Kreuzer, was passiert? Kommen Sie bitte schnell, wir haben ein Problem. Wer? Katharina Preisler. Ist gut, ich komme. Ultraschall. Frau Preisler, können Sie mich hören? Vorsichtig wieder ins Bett zurück. Auf drei. Eins, zwei, drei. Oximeter, Blutdruck und Puls. Hoffentlich ist die Milz nicht wieder aufgerissen. Bauch frei, bitte. Frau Preisler, was ist passiert? Ich weiß nicht. Plötzlich lag ich neben dem Bett. Ich hatte ausdrücklich gesagt, nicht aufstehen. Wie sind die Werte? 150 zu 110 plus 100. Ganz ruhig. Dann keine neuen Blutungen. Frau Preisler, warum sind Sie so unruhig? Ich habe geträumt. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, Katharina zu besuchen. Sie wartet auf Sie, Anton. Selbst wenn mir Ihr Vater die Chance geben würde, noch einmal mit Pegasus zu arbeiten, ich würde es nicht tun. Sie sind Ihre einzige Hoffnung. Ich habe wirklich alles versucht. Alles. Ich glaube, Sie sollten Katharina gegenüber mit dieser schlechten Nachricht sehr vorsichtig sein. Auch für Sie als Schwesternschülerin. Also beginnt der Dienst pünktlich 6.45 Uhr. Bitte denken Sie in Zukunft daran. Ich hatte Katharina versprochen, Anton zu suchen. Gestern Abend habe ich ihn nicht mehr angetroffen. Kitty, das nächste Mal sagen Sie es mir vorher, wenn Sie einem der Patienten ein Versprechen. Tut sie am meisten weh? Ich glaube ja. Keine vollständige Ruptur, aber wir müssen sofort laparotomieren. Wie waren die Werte? 90 zu 50, Puls 120. OP? Ja. Wen von Ihren Angehörigen sollen wir verständigen? Warum fragen Sie das? Weil wir Sie jetzt operieren müssen. Ein Riss in der Milz, den wir hoffentlich noch wieder schließen können. Niemand. Dr. Kreuzer?
Dr. Kreuzer, das ist Anton. Aha. Anton möchte dringend zur Patientin Katharina Preißler. Sie sind also Anton. Dann warten Sie bitte im Besucherbereich, wir geben Ihnen Bescheid, ja? Steht es denn so schlimm um Katharina? Ihr Zustand ist momentan stabil, sie wird jetzt operiert. Nur eine Minute. Bitte. Moment. Da draußen steht sowas Ähnliches wie ein Cowboy. Das ist Anton. Lassen Sie ihn kurz zu mir. Also hier rein kann er beim besten Willen nicht. Da könnten wir ja tagelang desinfizieren. Herr Doktor, ich denke, wenn ich Anton sorgfältig und nach den Vorschriften einkleide, kann er Frau Preißler auf dem Weg zur OP begleiten. Hm? Na gut. Tut mir leid, dass ich Ihnen so viel Mühe mache, Frau Oberschwester, aber ich kenne mich in so einem Krankenhaus wirklich nicht aus. Ach, Anton, ich denke, mir wird's bei Ihren Pferden genauso ergehen. Kaum im Sattel lege ich bestimmt gleich wieder unten. Nein, ich glaube sogar, Sie würden eine sehr gute Figur machen als Reiterin, Frau Oberschwester. Danke. Sagen Sie einfach, Ingrid. Vielleicht sollte ich Ihnen doch lieber helfen? Ach, wenn Sie so freundlich wären. Ich habe falsch gemacht. Vor allem durftest du nicht zu ihm hineingehen. Und schon gar nicht allein. Da war aber niemand, der ihm helfen wollte. Ich wollte ja noch mal mit deinem Vater reden. Ach, das hat doch keinen Sinn gemacht. Ich kenne ihn doch. Und wenn er jetzt erfährt, dass Pegasus... Wissen wir, weiß am Ende noch gar nicht, was passiert ist? Wenn er jetzt erfährt, dass es Pegasus war, dann... Das erfährt er sowieso. Dann werde ich ihn nie wiedersehen. Werd erst mal gesund, Mädel. Warum musstest du auch zu ihm ins Gatter gehen? Ja, Moment! Warum nur? Warum? Weil ich an Pegasus glaube. Immer noch. Man muss immer an ein Pferd glauben. Hat mein sehr, sehr guter Freund zu mir gesagt. Und er hat recht. Wirst du noch da sein, wenn ich die Operation hinter mir habe, Anton? Ja, mein Kind, ich warte. Bord an, wenn es was Neues gibt, hörst du? Und gib Pegasus einen Klaps von mir. Und sag ihm, ich glaube an ihn. Ich wollte noch mal mit Ihnen sprechen, bevor Sie zu Katharina gehen. Ja. Wir können die unfallmedizinische Versorgung mehr oder weniger perfekt übernehmen, aber Katharina ist sehr deprimiert. Es gibt da wohl Probleme. Es gibt nur ein Problem und das ist dieses durchgeknallte Pferd. Pegasus. Ah, Sie wissen ja schon bestens Bescheid. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Aber wir dürfen Katharinas Problem, auch wenn es sich nur um ein Pferd handelt, nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wer sagt Ihnen denn, dass ich es auf die leichte Schulter nehme? Natürlich hänge ich auch an Pegasus, aber ich weiß, dass er nicht zu retten ist. Und wenn man etwas nicht retten kann, dann muss man sich davon lösen. Halten Sie mich bitte nicht für einen gefühllosen und kalten Menschen. Aber wissen Sie, ich habe beruflich häufig mit Konkursverfahren zu tun. Je länger man mit der Schließung eines hoffnungslos überschuldeten Unternehmens wartet, umso größer wird die Katastrophe. Ich glaube nicht, dass es zu vergleichen ist. Natürlich nicht, das weiß ich auch. Aber ich kann Sie beruhigen, Doktor. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, wie ich Katharina den Verlust ihres Lieblingspferdes erleichtern kann. Wenn die Versicherung zahlt, dann bekommst du ein neues Pferd. Vielleicht ein Zweijähriger. Der gehört dir dann ganz allein. Den kannst du dann selber aufbauen und trainieren. Und wenn dann Preisgelder reinkommen, dann gehören die dir natürlich auch. Das ist ein faires Angebot, findest du nicht? Wann? Was? Wann wird der Tierarzt sein Gutachten für die Versicherung abgeben? Morgen früh. Was? So schnell? Wir sollten es beide noch einmal miteinander versuchen. Findest du nicht? Also ich bleibe jetzt hier bei dir. Und zwar so lange, bis ich weiß, was dich so verrückt gemacht hat. Irgendwann wirst du schon aus deiner Ecke rauskommen. Ich kann warten.
wenn es sein muss, die ganze Nacht über. Operiert? Anton! Nee, das ist frei. Die Diagnose war goldrichtig. Noch eine erhebliche Blutung. Saugen und spüren. Aber hier haben wir die Ursache. Wir sollten versuchen, die Milz zu retten. Der Riss ist zu groß. Ja, aber sie ist noch so jung. Das Nachblutungsrisiko ist zu hoch. Wir müssen die Milz entfernen. Roland, sie ist wirklich noch sehr jung. In ihrem Alter bedeutet das lebenslang ein erhöhtes Infektionsrisiko. Ich operiere. Auf meine Verantwortung. Auf deine Verantwortung? Was ist, wenn sie stürzt, dann trage ich die Verantwortung mit? Lass uns eine Fibrinklebung versuchen. Also gut. Stilltupfer. Ich habe Katharina extra noch einmal gewarnt. Dieses Pferd ist gefährlich für alle. Dass Pegasus so aggressiv reagiert hat, dafür muss es einen Grund geben. Wie waren Sie dabei? Nicht direkt. Man steckt ja nicht drin in einem Pferd. Bitte warten Sie hier. Vielleicht kann ich was über den Stand der OP erfahren. Egal, wie es dazu gekommen ist, geben Sie sich keine Mühe, ihn zu verteidigen. Naja. Aber vielleicht haben Sie auch recht. Vielleicht kann man einem durchgeknallten Pferd keinen Vorwurf machen. Ich verstehe meine Tochter nicht. Aber das ist diese Gefühlsduselei, die sie von ihrer Mutter hat. Wie kann man in ein Gatter gehen, wenn man weiß, dass ein unberechenbarer und gefährlicher Hengst ist? Entschuldigen Sie, Herr Preisler, aber ganz so war es ja nicht. Nicht? Nein. Wollen Sie mir das vielleicht mal erklären? Katharina ist nicht schuld. Ich glaube, dass ich schuld bin, dass sie zu Pegasus ins Gatter ist. Ach, verdammt, ich hätte es nicht sagen sollen. Was? Was hätten Sie nicht sagen sollen? Dass man die Hoffnung niemals aufgeben darf. Bei einem Pferd. Und dass ich, wenn ich jünger wäre, vielleicht selber. Und deshalb hat sie geglaubt, dass sie es schaffen kann. Das haben Sie meiner Tochter gesagt. Ja. Tut mir leid, Herr Preisler, aber ich konnte ja nicht ahnen, dass Katharina das so wörtlich nimmt. Sie, der große Pferdeflüsterer der Rennbahn, der sein Leben in Ställen verbracht hat. Sie haben so etwas gesagt. Einem Mädchen, das ihm immer vertraut hat. Sie hängt ja so sehr an ihm. Gott, wenn ich nur wüsste, was vorgefallen ist. Wir brauchen 4 Konserven, schnell. Katrin, wie lange brauchst du? 3 Minuten. Gut. Ich fürchte, es ist alles wieder aufgegangen. Vielleicht hätte ich doch besser auf dich hören sollen. Man konnte ja nicht ahnen, wie unvernünftig die Kleine ist. An einen Erhalt ist diesmal nicht zu denken. Bringt euch in Sicherheit. In der nächsten Stunde keine Autos, nichts, was Unruhe macht. Mein alter Junge, wir wollen arbeiten. Und wenn du nicht willst, dann lauf weg. Ja? Lauf ganz einfach weg. Thank you.
wieder los. Und nun mal einmal. Ja. Nanu. Jawohl. Und. Ja, Pegasus. Ach, unsere Ausreißerin. Morgen, Schwester. Wie geht's, Katharina? Geht so. Schwester? Die Werte sind gut. Ja, Herr Weißler, Ihre Tochter hat Glück gehabt. Das hätte sehr schlimm ausgehen können. Glück? Das Glück dieser Erde liegt nicht nur auf dem Rücken der Pferde. Wie ich hörte, haben nicht nur Sie eine zweite Chance bekommen. Wo warst du denn die ganze Zeit? 2 Stunden im Longierkreis und dann noch bis zum Abend übers Gelände, also meine Füße. Ich konnte dich gestern beim besten Willen nicht mehr besuchen. Aber was das Wichtigste ist, Pegasus ist mir gefolgt. Und zwar freiwillig. Dann besteht wirklich eine Chance? Ja. Na, du musst dich mit dem Gesundwerden jetzt etwas beeilen. Pegasus hat noch einen weiten Weg vor sich, bis er wieder Rennen laufen kann. Und da brauche ich deine Hilfe. Weißt du, mein Unglück kommt selten allein. Ich bin ein Unglücksrabe. Gehen Sie mir lieber aus dem Weg. Ja, wissen Sie, was Sie da angerichtet haben? Das tut mir leid. Wunderschöne Kürbis. Im Moment dauert es noch, Herr Preisler. Ihre Tochter hat einen ziemlich großen Riss in der Milz, aber sie hat noch mal Glück gehabt. Das ist eine sehr ernste Verletzung. Ja, normalerweise muss das Organ entfernt werden. In diesem Fall konnten wir es wieder schließen. Aber es bedeutet auch absolute Ruhe und keinerlei Aufregung in den nächsten Tagen. Ich müsste mal telefonieren drin. Ja, aber nicht mit dem Handy. Ist verboten. Ach so. Komm ich dich. So, hier. Ich sehe dann zwischendurch immer mal wieder nach ihr. Danke, Sir. Die Nullfolie. Preisler hier. Ja, soweit alles ganz positiv. Nein, keine Lebensgefahr. Sagen Sie bitte alle Termine für heute Nachmittag ab. Haben Sie schon, gut. Nein, den 17 Uhr Termin natürlich nicht. Ja, da muss Herr Schulz eben noch mal ins Haus kommen. Ja, sagen Sie ihm das. Nein, ich bin nicht über Handy zu erreichen. Ich melde mich zwischendurch. Ja. Gut, bis bald. Katharina, Kind. Was machst du bloß für Sachen? Na, Papa. Das wird ziemlich dumm von mir, da reinzugehen. Zu Pegasus. Denk nicht mehr daran, mein Liebling. Das Wichtigste ist, dass jetzt alles gut ist. Die Operation war erfolgreich. Wo ist Anton? Der ist schon nach Hause gegangen. Er wollte doch warten. Weißt du, Katharina, ich glaube, es ist am besten, wenn er dich in der nächsten Zeit nicht unbedingt... Was? Mich nicht besucht? Ja, das regt dich nur auf. Der setzt dir nur Flausen in den Kopf. Wie meinst du das, Flausen? Naja, der erzählt dir zum Beispiel, dass Pegasus noch zu helfen ist, obwohl es eigentlich besser wissen müsste. Aber komm, lass uns von was anderem reden. Soll ich dir ein bisschen Obst mitbringen? Was möchtest du trinken? Du gibst Anton die Schuld. Bitte, Katharina, reg dich nicht auf. Wie soll ich mich da nicht aufregen? Anton ist vielleicht der Einzige, der Pegasus noch helfen kann. Ausgerechnet der, das fehlte gerade noch. Katharina, bitte, versteh doch. Es ist nun mal eine Tatsache, dass Pegasus dich fast umgebracht hat. Da kann auch kein Anton oder sonst wer irgendwas daran ändern. Das dachte ich mir, dass du das so siehst. Pegasus ist das Liebste, was ich habe.